So, meine Damen und Herren, schön, dass ihr da seid. Wir wollen einmal... Die Menschen lassen sie hochleben. Also meiner ganz bescheidenen. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Das klang auch sehr freundlich. Meiner bescheidenen Meinung nach alles Komplimente, die ich gerne entgegennehme und vielleicht auch zu Recht, aber letztlich müsst ihr das hier beurteilen. Wir laufen hier einmal durch. Also wenn es irgendein Spiel gibt, das den Charakter versaut und bescheidene Menschen, einfache Menschen vom Lande wie mich zu Hochmut treibt, dann ist das Anno 1800. Ein Spiel, das einem, wenn man was gebaut hat und danach hindurchläuft, einen Regenbogen schenkt, in der Mitte zu sehen. Aus dem Nichts, als ob man ein Held wäre. Und diese Komplimente, die einem die Leute immer machen. Plakate. Ich finde ein Konzert demnächst statt. Okay. Große Illusionskünstler treten auf und man schwärmt von Südamerika und von Manola. So sieht die Stadtmauer von innen aus. Wir können mal ein Stück dran vorbeilaufen. Richtig an weiß im Chat vom Rumpelstilzchen eben. Wir könnten sogar innerhalb der Stadtmauer bestimmten Gebäuden noch ein extra Skin verpassen, dass die passend dazu schön altertümlich aussehen. Pflaster können wir auch setzen. Kopfsteinpflaster. Eventuell entlang der Stadtmauern zum Teil. Was macht der denn da? Bonbons? Zigaretten? Was verkauft der? Cool, hier können wir durchlaufen. Sehr schön. Das sind die kleinen Dinge im Leben. Was? Hör auf, mich zu beschimpfen. Lass uns mal schauen. Ne, das ist das nicht das neue Kosmetikpack Slowjaw. Das ist das, gibt es seit ein paar Monaten, das Altstadtpaket. Old Town Pack. Wir schauen mal. Ich glaube, das bringt auch neue Skins für Marktplätze mit sich, oder? Gebäudevariante wechseln. Cool, so viele zur Auswahl. Marktplatz klassisch, das wäre Weihnachten. Weihnachten. Am August, das wäre die Variante Freiluftmarkt. Ja, kann man machen, ne? Ah, das sieht mir sehr großstädtisch aus. Dass die Leute einfach normalerweise irgendwo anders shoppen gehen, das sieht nicht danach aus, ich gehe hin, um mir alltäglich die Grundnahrungsmittel zu holen. Das finde ich für so ein kleines Dorf irgendwie komisch. Ja, du kannst auch ein Herz posten, Rincorano, aber tut mir leid. Das ist mir zu großstädtisch. Stattlicher Markt. Alter, das ist die pure Angeberei hier. So, das kann man in den Großstädten bauen. Dann noch der prachtvolle Markt. Die werden immer angeberischer hier. Was ist das hier? Sommerlicher Markt. Das ist eher... Ah, das sieht eher aus nach Manola. Und das hier? Fiesta. Ich finde, die passen alle nicht wirklich, ne? Ich fand die alle nicht so super cool. Also Weihnachten geht aus naheliegenden Gründen nicht. Ich vielleicht noch den Freiluftmarkt, aber auch da, ich weiß nicht. Sollen wir einmal aus der Nähe gucken? Oder der stattliche. Wir gucken uns einmal den Freiluftmarkt aus der Nähe an. Hier dürfen Schweine rein. Bullen können hier auch rein. Hunde dürfen ja auch rein. Und Männer dürfen ja rein. Und Frauen. Gemüse darf hier rein. Da läuft ein Schwein so durch. Sollen wir den nehmen? Das ist Chucky. Hallo Chucky. Ja, wenn ich Chucky habe, erschrecke ich mich innerlich. Der wird auch nie älter, Chucky.
Sollen wir den lassen? Lassen wir. Black Panther meinte auch, lassen wir so. Einer zentral, genau. Wirtshaus, da gibt es nicht verschiedene. Polizeiwache gibt es auch nicht verschiedene Skins. Schulen auch nicht. Feuerwehr nicht. Das war's. Nur Marktplatz. Okay. Kirche. Auch nicht. Gibt es noch irgendwas mit anderen Skins? Die Kirche, meint Rumpelstilzchen, könnte man verändern? Nein. Echt? Ja, tatsächlich. Gebäudevariante wechseln. Jetzt kommt Gebäudevariante Nummer 2. Achtung. Und? Alte Kirche. Ja, ist angeberisch, aber geht. Die geht. Die passt. Aber die guckt genau in die falsche Richtung, ne? Es geht schon. Der ist ja so ein kleiner Fußweg, ne? Kann man so machen. Aber eigentlich würde ich achten, wir können auch die Straße hier wegnehmen, obwohl dann kommt die Feuerwache nirgendwo mehr hin. Ich weiß, wie wir es machen. Ach, da geht das nicht, weil hier irgendwelche manuelle Deko-Sachen sind. Okay. Dann müssen wir das ganze Paket hier verschieben. Dann schieben wir den an den Rand. Kann man nämlich einen prachtvollen Vorbau bauen. Hier hin. Und dann machen wir hier noch eine schöne Straße hier entlang, die Kopfsteinstraße. Ja, dann könnten wir noch einen Platz mit Kopfsteinpflaster. Wir hatten doch Kopfsteinpflaster in dem Paket drin, oder? Kosmetik, Altstadtpaket. Heiles Kopfsteinpflaster, anderes Kopfsteinpflaster. Hier kommen noch Bäumchen oder andere Sachen. Oh, der Hildegarten. Nein. Ach, wie hübsch ist das denn? Einen hier hin. Ja, das geht, ne? Und dann noch ein paar schöne Bäumchen und Statuen einer Frau. Das geht gar nicht. Das ist eine katholische Kirche. Schaut mal hier. Sieht man doch eindeutig am, wie heißt das, Talarornat, an der Uniform. An der Uniform des Pfaffen, Leute. Guck mal hier. Ganz schnell, glaubt ihr, das ist eine katholische Kirche, also eine richtige, oder irgendeine falsche, so eine altkatholische, protestantische oder irgendwas anderes? Glaubt ihr, das ist eine richtige Kirche, eine, die dem einzig wahren Papst dient? Wenn ja, dann kann ich davor keine Frauenstatue bauen. Das geht nicht. Ja, wir haben ja schon, gut, Hildegard von Bingen, ja. Stimmt, wir haben den Hildegard von Bingen Garten dahingesetzt. Oh Gott, schmuggeln uns die Anno-Entwicklerinnen hier gerade Game Design Feminismus rein? In unsere Twitch-Streams? Kann das sein? Anscheinend, ne? Da könnte ich auch eine Frauenstatue bauen. Es könnte eine Jungfrau Maria sein. Wobei, also um mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, das ist ein Thema, das ich ja gerne so einmal pro Jahr etwa anschneide. Normalerweise lieber vor der Weihnachtszeit, weil ich da mehr Leute mit ärgern kann. Aber ich kann es auch gerne jetzt mal kurz erzählen. Die meisten von euch wissen das, aber ich erzähle es mal trotzdem. Es gibt ja so
Menschen, die glauben, alles, was in der Bibel steht, das hat genauso wortgetreu ist das auch passiert. Ne? Wer das behauptet, das stimmt so nicht. Dass also die Welt genau innerhalb von 7 Tagen fabriziert worden ist von dem weißen Mann mit dem Rauschebart, dann wird das nicht stimmen. Aber tatsächlich ist es ja so, alle Religionen, das ist ja wie alle Weltanschauungen, alle Ideologien und wie auch alle Menschen, wir haben eine Geschichte, eine Familiengeschichte. Und sowas wie Jungfrau Maria gab es ja eigentlich zuerst nicht, aber dann merkte man irgendwie so, nachdem das Christentum halt entstanden ist und sich verbreitet hat, innerhalb des Römischen Reiches, dass man Probleme hatte, wettzueifern mit den anderen Religionen. Weil die meisten anderen Religionen in dem Kulturraum, wie überhaupt die meisten Religionen weltweit, haben ja irgendeine Fruchtbarkeitsgöttin. Also irgendwie eine große Muttergestalt mit breiten Hüften und breiten Brüsten, die für Fruchtbarkeit steht, die man angebetet hat. So wie auch die meisten Religionen weltweit einen Sonnengott oder eine Sonnengöttin haben, was auch immer, oder einen Das-Gott haben, irgendeine göttliche Gestalt, die die Sonne halt verkörpert. Ne? Die beiden großen Mächte, die man angehimmelt hat. Die Sonne und die Fruchtbarkeit, das Weib. Vielleicht noch Blitz und Donner, deshalb gibt es so viele Religionen, irgendeinen, der Blitze runterschmeißt halt. Und das fehlte irgendwie und da konnte man schlecht in Konkurrenz treten mit den anderen Religionen im Mittelmeerraum und in Nordeuropa. Und deshalb gab es dann halt irgendwann, wurde dann irgendwie so reingeschleust, dann noch die Jungfrau Maria. War auch ganz schwierig bei der Verbreitung des katholischen Glaubens in Südamerika. Da ist es ja völlig normal, dass da, sagen wir mal so, im Alltag der Menschen die Jungfrau Maria einen so hohen Status hat, wie bei uns das Jesuskind. Also wenn wir in die Kirchen gehen überall hier, also ich nicht, aber ihr vielleicht, irgendwo dann das Kreuz und der gekreuzigte Gottessohn und da werden stattdessen dann die Jungfrau Maria wird mehrfach pro Jahr irgendwie durch die Straßen getragen und so weiter, weil da halt die alten Religionen aus der Zeit, Inka, Aztekenzeit und was weiß ich alles, und die anderen Religionen, die es da gab es halt die Fruchtbarkeitsgöttinnen und damit war schwer wettzueifern und deshalb war dann da die Jungfrau Maria noch wichtiger, dass die eingeführt worden ist. Und so gibt es richtig, also die Religionswissenschaftler, die wissen das alles aus dem FF, denen kann ich sowieso nichts vormachen. Es gibt also so Bäume quasi, wie die Religionen hintereinander entstanden sind, wie die sich wechselseitig beeinflusst haben, wie Elemente aus anderen Religionen aufgenommen worden sind und so weiter. Katholische Kirche, eigentlich gibt es nur den einen wahren Gott, Monotheismus, Jehova, Judentum. Aber das hat man dann, als das Christentum aus dem Judentum, als Sekte des Judentums entstand, nicht rigoros durchsetzen können. Dann hat man stattdessen die Trinität eingeführt, also Jesus und Gott und der Heilige Geist. Die meisten Menschen, die heute dem katholischen Glauben frönen, können geraten bis heute in Stammeln, wenn sie den Heiligen Geist erklären sollen. Dann hat man halt irgendwie auch noch mit aufgenommen und versucht, ihn zu begründen, weil halt letztlich Religionen mit mehreren Gottheiten doch immer ein bisschen attraktiver sind als solche, die nur einen Gott haben. Deshalb Trinität, ne, also Sohn und Papa und Heiliger Geist und dann noch die Jungfrau Maria, eigentlich als vierte Göttin noch daneben. Also Polytheismus, die Vielgötterei, hat es eigentlich leichter auf dem religiösen Markt, weil man mehr Interessen bedienen kann. Ne. Ist schwer mit dem Monotheismus, ist schwer hier. Totenkult in Mexiko, genau, ja. So, ich hab mal wieder völlig abgeschweift. Also Hildegard von Bingen haben wir jetzt drin, in diesem Bingen-Garten hier. Die jetzt brauchen wir hier noch. Genau, das ist der Garten von Hildegard von Bingen. Er herrscht eine tief verwurzelte sakrale Atmosphäre, als wäre der Garten von einem unsichtbaren Engel gesegnet worden. Ich glaube, hier gibt es vor allem frische Kräuter. Und Esel. Dann gucken wir mal, ob wir noch ein Denkmal daneben hinbekommen. Statue einer Frau. Gott, wenn das der Pfaffe sieht. Das ist eine Frau, ein Frauendenkmal. Oder einen historischen Brunnen. Das Banner der Rosen. Das war's schon. Eine Frauenstatue hierhin. Ein Brunnen da
dahinter. Ein Brunnen hier hin. Und das Banner der Rosen hier vorne. Oh nein! Kaum ist Rimkorano mal im Chat dabei, schon fangen wieder diese Echsenwitze hier an. Leute, ich will keine Echsenwitze heute hören, echt. Die habe ich bis hier oben. Die Anno Stammzuschauer wissen das vielleicht nicht. Ich hatte ja vor ein paar Monaten ein Preview-Let's Play gemacht mit einem Drachenhelden bei Age of Wonders 4 und seitdem gibt es eine Flut von wenig exzellenten Echsenwitzen bei uns. Leute, ich will keine Echsenwitze heute Abend hören. Keine Wortspiele mit Echsen, bitte hier. Einmal aus der Nähe gucken hier. Ja. Ein Rosenbanner. Ein Brunnen, der aussieht wie eine Minikirche. Zwei Mädchen. Die einen ein bisschen gruselig, sie kann fliegen. Wer das der Pfaffe sieht, wird ja gleich der Exorzist nachverfilmt. Und, was entsteht hier? Was wird gemalt? Hat er mich blöd angegrinst und seinen Schnupftabak überall verstreut? Alle Gebäude kann man auf alt ändern? Alle glaube ich nicht. Das habe ich eben schon geguckt. Wir können gerne mal gucken. Also man kann natürlich die Wohnhäuser, die können wir nachher mal uns anschauen. Aber nicht alle Dienstleistungsgebäude. Das ging nicht. Schau mal. Wir hatten das eben bei der Schule versucht und da ging das nicht. Polizeiwache? Ah, oh la la, vielleicht ist ja doch recht. Ein altes Polizeirevier? Nein. Es geht ja doch. Schei nickt ebenfalls. Sehr schön. Und die Schule? Schule geht auch, eine alte Schule? Ach, muss das einmal anwählen und dann geht das? Cool. Die Kinder werden aber nicht älter dabei, oder doch? Und die Feuerwehr? Auch? Alte Feuerwache. Es geht ja doch. Super. Und das Wirtshaus? Das geht nicht. Okay, hier vorne geht's nicht. Noch eine Kirche? Nee, das ist die Kirche von gerade. Genau. Was können wir? Sollen wir die Wohnhäuser mal alle umdrehen? Altes Wohnhaus. In nur einer Variante leider. Okay. Und dann markieren wir das. Oh, das ging irgendwie auch. Mit Pinsel drüber ziehen, ne? Oh Gott, wie ging denn das nochmal? Pinsel. Shift-Taste gedrückt halten und... Ja, zumindest die vom gleichen Typ gehen dann. Innerhalb der Stadtmauern haben wir die alten. Dann klicken wir hier noch was an. Gebäudevariante. Nein, oh, Backstein höchstens. Also Bauernhaus passt gar nicht. Kleine Unterschiede, wie sieht das aus? Nach kleinen Unterschieden. Ja, das kleine Unterschiede, finde ich, geht am ehesten noch, oder? Kleine Unterschiede geht am ehesten noch. Passt nach alt. Farbenfrohe Fassade. Das sieht eher nach Meer und Küste aus. Backstein? Nee, das ist zu neu. Ein Bauernhaus zu ländlich. Nee, aber ich kenne einen, der kannte einen, der hat sie für so eine neue Brücke mal mit einer Menge... Das können wir machen. Alles innerhalb der Stadtmauern. Und außerhalb ist es bäuerisch. Okay. Einverstanden? Wie sieht's aus? Seid ihr zufrieden? Einmal aus der Nähe gucken. Sehr perfekt aus. Oh lala. Chucky quält wieder Hunde. Oder macht ein Wettrennen mit dem. Das ist hier das schwebende Mädchen. Das sind die alten Häuser. Sehr hübsch. Oh, die sollte man sich nicht aus der Ego-Perspektive angucken.
Da oben fehlt etwas, schade. Kurzer, sehr nett, danke. Und die kleinen Häuschen? Die wiederum, ja, wenn man es genau nimmt, kann man da auch bisweilen ein Stückchen Himmel sehen, aber wir wollen mal nicht rumstänkern. Also die sehen echt traumhaft aus hier. Sehr nett. Es hat geklappt. Fein. So, das ist der Ponyhof. Sonst geht es euch und um ihr gut. Ich denke ja. Dann machen wir hier erstmal einen Haken dahinter. Das ist die Altstadt. Wir hatten darüber geredet, noch eine Burg zu bauen. Das könnten wir, wenn er mich daran erinnert, am Ende des Abends machen. Dass wir mit den Materialien, die wir haben, irgendwo eine Deko-Burg bauen. Irgendwo auf dem Vorsprung. Auf einen Hügel, auf eine Klippe. Irgendwas in der Art. Sollen wir das machen? Ich neige dazu, meine Einfälle wieder zu vergessen, weil bei mir ein Einfall den nächsten jagt. Dann müsstet ihr mich dann dran erinnern, Leute. Wasserkanäle gibt es auch, ja. Aber nicht als Alternative für Straßen, Niklop. Danke für die netten Komplimente im Chat. Sehr freundlich. Ich würde gerne... Zurück zur Hauptinsel, nach Bullshaven. Sollen wir ja auch mal die verschiedenen Skins uns mal anschauen? Die Skins der Ingenieure. Was ihr am hübschesten findet, oder man mischt. Das hier ist Backstein. Schau mal bitte hin. Das ist Backstein. Sehr braun. Kann man schwer unterscheiden, ne? Das ist Backstein. Das hier ist das Nachtleben. Oh la la. Das könnte man in die Nähe vom Bahnhof machen. Da haben wir einen Bahnhof. Das ist die farbenfrohe Fassade. Boah, die ist aber sehr knallig. Also Backstein finde ich sehr schwer unterscheidbar. Finde ich auch nicht protzig genug für eine Hauptstadt. Und das ist das Normale. Wir fangen einmal an. Oder habt ihr irgendwo einen Favoriten? Seid ihr der Meinung, man sollte alles aus Backstein machen oder alles in farbenfroh? Ich zeige euch das mal in etwas größer. Wir gehen in den Pinsel rein. Ziehen mal so ein ganzes Viertel so auf. Das wäre farbenfroh. Wie findet ihr das? Ja, man könnte auch blockweise mischen. Mit dem Standard ist die Unterscheidbarkeit spieltechnisch gut gewährt. Gut formuliert von Grumpelpumpe, ja. Jeden Block ein bisschen anders, das könnten wir machen. Ich würde auf jeden Fall hier rund um den... Bahnhof, hier ist der Bahnhof. Und da ist das Kraftwerk. Rund um das Kraftwerk, das ist der Übergang hier in das Industrieviertel. Das hier könnten wir in Backstein machen. Sind das die wir gerade gemacht hatten? Ja, ne? Ja, ne? Dann machen wir die hier in der Nähe in Backstein. Hoppla, das war falsch. Ein Backsteinviertel hier. In der Nähe zum Schmutz hier rüber. Nee, das ist schon Bahnhof. Hier muss gleich das Nachtleben hinkommen. Aber hier können wir das rüberziehen. Hier kommt das Nachtleben hin. So, direkt neben dem Bahnhof. Das ist der Rotlichtdistrikt, Leute, von Bullshaven. Hier vorne. Einmal rüberziehen.
Mit anderen Worten, hier gibt es Pferdewetten. Nicht das, was ihr denkt. Sieht das hübsch aus? Das wäre das Nachtleben, ja? Und auch vielleicht noch die Umgebung. Was ist das hier eigentlich? Das Hospital. Hier kann man sich krank saufen oder sich in einschlägigen Etablissements einschlägige Krankheiten holen und hier kann man sie kurieren hier. Frag mich bitte nicht, warum daneben eine Windmühle steht. Das ist Varieté. Das passt auch gut. Hier auch Nachtleben auf der anderen Seite. Hier vorne noch. Das könnte auch noch Nachtleben sein. Neben dem Bankhaus. Da gehen die feinen Pinkel, die Banker, die gehen hier rein. Eins ziehen wir hier auf. Einmal Nachtleben hier hin. So. Das reicht. Hier ein Block Nachtleben, hier ein Block Nachtleben. Das hier ist eher, das ist der Block Backsteine. Den würde ich gerne noch eins weiter aufziehen. Bis hierhin. Das ist der Backsteinblock. Das hier wäre der edlere Block. Und dann hatten wir noch eine vierte Sache. Was war das? Diese Stadt zieht helle Köpfe, ja, das freut mich sehr. Das hier waren die farbenfrohe Fassade. Backstein und Ingenieurshaus. Die farbenfrohe Fassade, das sind eher so die Künstler, oder? So die Intellektuellen. Und die Blauen, das ist mehr so Standard. Haben wir eine Uni irgendwo? Wo ist unsere Universität? Das ist die Uni. Nee, in der Uni sind die farbenfrohen Fassaden. Einverstanden? Da leben die Professoren. Und ihr Dienstpersonal. Und damals gab es MeToo noch nicht. Da leben dann auch vielleicht als Dienstmädchen oder Knechte im eigenen Haushalt noch die Studentinnen und Studenten, die nebenbei jobben wollen und ihren Universitätsprofessorinnen und Professoren zur Hand gehen. Ja, die leben da auch. Einmal farbenfrohe Fassade hier vorne hin. Habe ich mich gerade versprochen? Nee, ne? Bitte aus dem Stream rausschneiden, ich brauche einen Kaffee. Seit zwei Stunden. Einmal einen Pinsel rüberziehen. So. Ja, genau. Hier rüber noch. Rund um die Uni. Das Univiertel hier. Ich bin begeistert. Oh, hier habe ich irgendwie Mist gebaut. Jetzt passt das. Nee, das hätte ich gerne blau. Oh, Entschuldigung. Was mache ich denn jetzt gerade? Nochmal. Die blauen am Rand hier, die sind okay. Ich finde das immer toll hinbekommen. Das sieht optimal aus und die blauen machen den Rest. Hier würde ich gerne die blauen nochmal rüberziehen. Wunderbar. Also hier vorne Backsteiningenieure in der Nähe des Industriegebietes. Hier vorne auch ein bisschen. Der Bereich hier vorne, das ist das Nachtleben. Kann man vor allem abends beginnt das Nachtleben hier. Wollt ihr mal sehen, wie das aussieht? Also wenn man hier oben aus dem Bahnhof aussteigt oder wenn man im Varieté vor oder nach dem Varieté noch eine Erfrischung sich genehmigen möchte, einen Kaffee trinken will oder eine andere Form der Erfrischung zu sich nehmen möchte, dann läuft man hier runter. Das ist der Bahnhof, hier kann man Kaffee trinken. Das hier ist das Hospital. Da landen die Leute, die es mit den Erfrischungen übertrieben haben. Hier vorne beginnt der Rotlichtdistrikt. Gucken, was es hier für Etablissements gibt. Und hier kann man auch Kaffee trinken. Bagels essen. Kaffee trinken ist auch offen. Essen gehen kann man hier. Restaurant 1800.
Boah, da kriege ich gleich Hunger. Ach, das ist die... Das ist ein Gastronomiedistrikt hier. Ganz simpel. Hier ist ein Club. Ein Zigarrenclub. Na, bleib zurück. Die Rohre müssen gespült werden. Oh Gott, das war aber gerade ein Audiokommentar, den ich sehr... Jetzt tut es mir gerade peinlich. Der hat etwas zu gut gepasst auf dieses Gebäude gerade hier. Peinlich, peinlich, peinlich. Das muss ich rausschneiden.